Gemüse-Spargelkräuter-Dressing. 150 ml Gemüsebrühe 3 EL Balsamico Essig 1/2 TL scharfer Senf 3 bis 4 EL mildes Olivenöl Salz Pfeffer aus der Mühle Zucker 60 g Bofrost Sternbrillon Gemüse 1 TL Bofrost Sternkräuter Profi Schnittlauch R.Ö. Das Sparadel Dressing 1 TL Salz 1/2 TL Zucker 80 g Bofrost Stern Weißer Stangenspargel 40 g Joghurt 75 ml Gemüsebrühe 1 EL Zitronensaft 4 EL 75 g Fetakäse 1/8 Gemüsebrühe 11/2 EL Rotweinessig 1 MSP Gehackter Knoblauch 21/2 EL Olivenöl Salz schwarzer Pfeffer aus der Mühle Zucker Cayenne Pfeffer 2 EL schwarze Oliven, ohne Stein, 1 EL Bofrost Sternkräuter Profi, Kräutermischung. Für die Gemüsevinaigrette die Brühe, den Essig und den Senf verrühren und das Öl langsam unterschlagen. Mit Salz, Pfeffer und einem Prise Zucker abschmecken. Das gefrorene Bouillon-Gemüse 2 Minuten in Salzwasser blankieren, mit kaltem Wasser abschrecken, auf einem Sieb abtropfen lassen und unter das Dressing rühren. Vor dem Servieren den gefrorenen Schnittlauch in die Vinaigrette rühren und mit Salz, Pfeffer und Zucker noch etwas nachwürzen. Außer für unbekanntes Zeichen mischten Salat kann die Gemüse-Vinaigrette auch für eine leichte Vorspeise über gedämpfte oder gebratene Fischfilets gegeben werden. Für das Spargeldressing in einem Topf 1/2 Wasser aufkochen lassen, Salz und Zucker hineingeben und den gefrorenen Spargel darin etwa 8 Minuten unbekanntes Zeichen nattenweich kochen. Den Spargel herausnehmen, auf einem Sieb abtropfen lassen und klein schneiden. Mit Joghurt, Brühe und Zitronensaft in einen Mixbecher geben. Mit dem Stabmixer pürieren und unter ständigem Mixen das Öl hinzufügen. Das Dressing durch ein Sieb passieren und mit Salz, je ein Prisen Zucker und Cayennepfeffer abschmecken. Kurz vor dem Servieren mit Salz, Zucker, Cayennepfeffer und Zitronensaft noch etwas nachwürzen. Dieses Dressing eignet sich gut für gemischte blattunbekanntes Zeichen Salate mit Fisch, Geflügel, Schweinefilet oder Lammrückenfilet. Soll das Dressing sämiger sein, kann man mehr Spargel und Joghurt verwenden. Für das Kräuterdressing den Fetakäse zerbröckeln und mit Brühe, Essig und Knoblauch in einen Mixbecher geben. Mit dem Stabmixer pürieren und unter ständigem Mixen das Öl langsam dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, je ein Prisen Zucker und Cayennepfeffer würzen. Die Oliven fein hacken, mit den gefrorenen Kräutern unter das Dressing rühren und mit Salz, Pfeffer und einem Prise Zucker nachwürzen. Das Dressing passt gut zu gemischten Blattsalaten zum Beispiel mit Tomaten und Gurken. Tomaten-Mozzarella-Salat 4 EL Balsamico-Essig 4 bis 5 EL mildes Olivenöl Salz Pfeffer aus der Mühle 4 mittelgroße Tomaten 500 g Mozzarella 160 g Bofrost Stern Feinschmecker-Pilzmischung 1 EL gehacktes Basilikum Basilikumblätter zum Garnieren. Für die Marinade den Essig mit 4 EL Olivenöl verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Die Tomaten waschen und die Stielansätze herausschneiden. Tomaten und Mozzarella jeweils in Scheiben schneiden. Beides abwechselnd, leicht überlappend auf Tellern anrichten und mit Salz und Pfeffer würzen. Die gefrorene Pilzmischung in einer Pfanne bei mittlerer Hitze ohne Fett etwa 2 Minuten anbraten, das restliche Olivenöl hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und das gehackte Basilikum dazugeben. Die Pilze auf den Tomaten-Mozzarella-Salat verteilen, mit der Marinade beträufeln und mit Basilikumblättern garnieren. Antipasti. Eine kleine Fenchelknolle eines Zucchino, ca. 150 g. 3 EL Olivenöl Salz Pfeffer aus der Mühle 200 g Bofrost Stern Paprikastreifen 2 Thymianzweige 1 Knoblauchzehe ca. 120 ml mildes Olivenöl zum Marinieren. Den Fenchel putzen, waschen und mit dem Stielansatz in etwa 3 mm dicke Scheiben schneiden. Den Zucchino putzen, waschen und in 3 bis 5 mm dicke Scheiben schneiden.
Die Fenchel- und Zucchiniskeiben portionsweise bei milder Hitze in einer Pfanne in 1 bis 2 EL Olivenöl auf beiden Seiten anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Die gefrorenen Paprikastreifen in einer Pfanne im Restli unbekanntes Zeichen Olivenöl 5 Minuten anbraten, ebenfalls mit Salz und Pfeffer würzen. Alle Gemüsesorten in eine Auflaufform geben. Den Thymian waschen und trocken schütteln. Die Knoblauchzehe schälen, in Scheiben schneiden und mit den Thymianzweigen und dem Öl unter das Gemüse mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt mehrere Stunden kalt stellen. Das Gemüse 2 Stunden vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen und, falls nötig, noch etwas nachwürzen. Bohnensalat. Für unterstrich Limonadat einer Stange Staudensellerie 4 EL Bofroststern Zwiebelwürfel 3 EL mildes Olivenöl 150 ml Gemüsebrühe 1 EL Limettensaft abgeriebene Schale von 1/2 unbehandelten Limette Salz Zucker Karyene Pfeffer eines Thymianzweig 1/2 geschälte Knoblauchzehe. Fahr, den Salat, 6 eingelegte Artiskoppenherzen, ca. 150 Gramm. 150 Gramm weiße Riesenbohnen, aus der Dose. 50 Gramm schwarze Oliven, ohne Stein. 150 Gramm Bofroststern Luxuskrabben. 1 EL kleine Kapern. Für den Fisch die Fischfilets über Nacht im Kühlschrank zugedeckt auf unbekanntes Zeichen tauen lassen. Für die Marinade den Sellerie putzen, waschen und schräg in dünne Scheiben schneiden. Mit den gefrorenen Zwiebelwürfeln in einer Pfanne in 1 EL Olivenöl glasig andünsten. Die Brühe hinzufügen und 2 bis 3 Minuten ziehen lassen. In ein Sieb abgießen, die Brühe auffangen und mit Limettensaft, Limettenschale und dem restlichen Olivenöl mit dem Stabmixer mixen. Mit Salz, je 1 Prise Zucker und Cayennepfeffer würzen. Den Thymian war unbekanntes Zeichen schälen und trocken schütteln. Knoblauch und Thymian in die Brühe geben, einige Minuten darin ziehen lassen und wieder entfernen. Die Marinade bei unbekanntes Zeichen Seite stellen. Für den Bohnensalat die Artiskoppen abtropfen lassen und in Spalten schneiden, die weißen Bohnen waschen und auf einem Sieb abtropfen lassen unbekanntes Zeichen säen, die Oliven halbieren. 1. Die aufgetauten Fischfilets kalt abspülen, trocken tupfen und in 11/2 bis 2 cm große Stücke schneiden. 2 Salzwasser zum Kochen bringen, den Topf vom Herd nehmen und 200 ml kaltes Wasser hinzufügen. Die Fischwürfel hineingeben und 2 bis 3 Minuten glasig durchziehen lassen. Zum Schluss die gefrorenen Krabben dazugeben und alles sofort in ein Sieb abgießen. Artiskoppen, Bohnen, Oliven, Kapern, die Sellerie-Zwiebelmischung und die Fischkrabbenmischung in eine Schüssel geben. Die Marinade hinzu unbekanntes Zeichen fügen und alles vorsichtig vermischen. Falls nötig, noch etwas nachwürzen. Den Bohnensalat auf Vorspeisentellern anrichten. Bratkartoffelsalat mit Rostbratwurst. 1/8 EL Gemüsebrühe 5 EL Rotweinessig 1 EL scharfer Senf 2 Scheiben Knoblauch Salz Zucker Cayenne Pfeffer 8 EL mildes Olivenöl 1 Bund Rucola 2 Bund Frühlingszwiebeln 150 Gramm Bofroststern Brechbohnen 3 EL Öl 800 Gramm Bofroststern Bratkartoffeln Salz Pfeffer aus der Mühle getrockneter Majoran gemahlener Kümmel 8 Bofroststern Original Nürnberger Rostbratwürstel. Für das Dressing die Brühe mit Essig, Senf und Knoblauch in einem Rührbecher mit dem Stabmixer verrühren. Mit Salz, je 1 Prise Zucker und Cayennepfeffer würzen und das Olivenöl unterschlagen. 2 den Rucola verlesen, die harten Stiele entfernen, die Blätter waschen und trocken schleudern. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und schräg in Scheiben schneiden, das dunkle Grün dabei weitgehend abschneiden. Die gefrorenen Brechbohnen 4 Minuten in Salzwasser kochen, mit kaltem Wasser unbekanntes Zeichen sehr abschrecken und in einem Sieb abtropfen lassen. 3 Für die Bratkartoffeln 1 bis 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, die gefrorene unbekanntes Zeichen den Bratkartoffeln darin anbraten, die Frühlingszwiebeln hinzufügen und einige Minuten mitbraten.
mit Salz, Pfeffer, je eine Prise Majoran und Kümmel würzen und in eine Schüssel geben. Die gefrorenen Rostbratwürstel im Rest unbekanntes zeichenlichen Öl bei mittlerer Hitze braten, in Scheiben schneiden und zu den Bratkartoffeln geben. Den Rucola und die Bohnen hinzufügen und mit dem Dressing marinieren. Nudelsalat mit Würstchen. Für den Nudelsalat die Würstchen über Nacht auftauen lassen. Annex unbekanntes Zeichen Tintag die Penne in reichlich Salzwasser nach Packungsanweisung bis fast garen, in ein Sieb abgießen, auf einem Tablett ausbreiten und mit dem Öl vermischen. Die Würstchen schräg in einem Zentimeter breite Scheiben schneiden. Den gefrorenen Romanesco-Gemüsemix in Salzwasser 6 bis 8 Minuten garen, mit kaltem Wasser abschrecken, abtropfen lassen und größere Gene unbekanntes Zeichen Seestücke halbieren. Das Gemüse mit den Würstchen und den Nudeln in eine große Schüssel geben. Für das Dressing den Puderzucker in einer Pfanne hell karamellisieren lassen. Mit Essig und Portwein ablöschen und 30 Sekunden köcheln lassen. Die Gemüsebrühe dazu gießen, vom Herd nehmen und Senf und Öl unterrühren unbekanntes Zeichen Rin. Das Dressing mit Salz, Pfeffer, einer Prise Cayennepfeffer und, falls nötig, noch mit etwas Essig abschmecken. Das Dressing über die Nudelgemüsemischung geben und alles gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Nudelsalat auf Vorspeisentellern anrichten und mit Kräuterblättchen garnieren. Dazu passen sehr gut frische Vollkornbrötchen. Carpaccio mit Rinderfilet und Spargel. Für den Spargel, 6 Stangen Bofrost Sternweißer Stangenspargel 6 el Gemüsebrühe 2 el Zitronensaft 2 el mildes Olivenöl 1 Streifen unbehandelte Zitronenschale Salz Zucker Cayenne Pfeffer 1 tl Bofrost Stern Kräuter Profi 300 Gramm Rinderfilet Olivenöl für die Folie Salz Pfeffer aus der Mühle einige Salat oder Kräuter unbekanntes Zeichen Blättchen zum Garnieren. Für den Spargel die Spargelstangen 10 Minuten antauen lassen. Schräg in 2,5 bis 3 cm lange Stifte schneiden und in der Brühe zugedeckt knapp unter dem Siedepunkt 8 bis 10 Minuten ziehen lassen. 4 el der Brühe ab unbekanntes Zeichen gießen, den Rest mit Zitronensaft und Olivenöl verrühren, die Zitronenschale einlegen, einige Minuten darin ziehen lassen und wieder entfernen. Mit Salz, je 1 Prisen Zucker und Cayennepfeffer kräftig abschmecken, die gefrorene Petersilie unterrühren und die Spargelstücke darin marinieren. Für das Carpaccio das Rinderfilet mit einem scharfen Messer zuerst in dünne Scheiben, dann in etwa 1,5 cm große Stücke schneiden. 2 Lagen Frischhalterfolie mit Öl bestreichen und das Rinderfilet mit ausreichend Abstand dazwischen legen. Mit der flachen Seite eines Schnitzelklopfers, ersatzweise mit dem Boden eines kleinen Stieltopfes, dünn klopfen. 4 flache Teller mit etwas Spargelmarinade betröpfeln, leicht salzen und pfeffern. Die Fleischscheiben vorsichtig von der Folie lösen, leicht überlapp unbekanntes Zeichen Pent auf die Teller legen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Spargelmari unbekanntes Zeichen Nade darüber träufeln und die Spargelstücke darauf verteilen. Mit kleinen Salat- oder Kräuterblättern garnieren.